Herzlich willkommen zum Spiel Tschechien, Kroatien, zweiter Spieltag, Gruppe D. Ja, es geht hier weiter. Kroatien muss heute Punkte holen, wenn sie hier im Turnier bleiben wollen, nach der 0:2 Niederlage gegen die Türkei. Und Tschechien hat 0:0 gespielt, also da wäre es auch nicht schlecht, wenn sie heute auch nochmal Punkte holen. Aber auch wenn die jetzt nicht so Druck haben wie Kroatien, aber beide könnte ich hier nicht ausruhen. Ja, so haben beide einen gewissen Druck. Und so sind wir mal gespannt, was sie heute holen. Ob sie auch eher auf Sicherheit gehen oder ob sie sagen, wir wollen hier den Sieg, gehen dafür ein gewisses Risiko ein und riskieren dann vielleicht auch mal eine Niederlage. Und ja, es ist noch eine relativ junge Bilanz. Sie hatten bisher erst ein Spiel gegeneinander. Und das war ein 1:1. Und sonst sind die beiden Länder noch nie aufeinander getreten. Dann sind wir heute mal gespannt, wie sie sich präsentieren. Und ja, und ob Kroatien es heute schafft, eine bessere Leistung zu bringen, denn das war ja wirklich ganz schön schlecht letzte Woche gegen die Türkei. Und ja, dann kann es jetzt hier gleich losgehen. Der Schiedsrichter ist Mike Jones aus England. Er wird heute das Spiel für uns leiten. Hoffe, dass er eine gute Leistung bringt. Und ja. Dann geht's jetzt hier los. Tschechien mit dem Anstoß in den roten Trikots von links nach rechts hier über Sivok. Vitra auf Selassie, Vitra, Skalak, jetzt hier Kroatien Ball über Lovren, der aufs Rinner, sehr erfahrener Rechtsverteidiger von Schachtar Donetsk. Modric, Lovren, Modric. Srna, Jedwaj, der Leverkusener, Rakitic. Mandzukic, Rakitic, aber da ist Sushi dazwischen. Das wäre sonst die erste gute Chance gewesen, aber so konnte es der Verteidiger verhindern. Das ist ja bekanntlich die vierte Europameisterschaft für die Türkei nach 2000, 1996, 2008, ist 2016 jetzt die vierte Europameisterschaft. Mal gucken, wie weit sie diesmal kommen. Bisher war das weiteste Jahr 2008 im Halbfinale, wo sie dann 2:3 gegen Deutschland gescheitert sind. Mal gucken, wie weit sie dieses Jahr hier in Frankreich kommen. Jetzt hier Jedwaj im Ballbesitz. Was macht er? Er passt auf P. Er will zum Ballbesitz passen, der Ball pumpt aber ins Aus und so gibt es Einwurf für Tschechien. Bisher noch keine guten Ansätze von beiden. Da muss ich auf jeden Fall noch was verändern. Wenn einer von den beiden Teams hier 3 Punkte mitnehmen will, auch wenn es natürlich jetzt noch früh ist und sie vielleicht erst noch ins Spiel reinkommen müssen. Kolar. Suchi. Kresci. Maricek. Kolar. Pudil. Da ist die Flanke. Und da ist die erste zumindest schon mal kleine Chance für die Türkei. Für Tschechien. Es ist ein kleines Zeichen. Aber vielleicht der entscheidende Anstups am Sagen. Jetzt geht's erst so richtig los. Denn bisher kam ja noch gar nichts. So, Selassie.
Und jetzt hier leicht Angriff von Kroatien über Granča. Da kommt die Flanke. Kommt mal zugeschaut. Ball, er macht den Volley, aber der Ball geht knapp vorbei. Damit haben wir auch die erste Chance von Kroatien, aber der geht drüber. Wäre sonst sehr gefährlich geworden. Sehr schöne Chance hier von Mario Mandzukic. Und jetzt hier die Tschechien am Ball über Maracek. Darida. Selassie. Skalak. Über rechts, da kommt die Flanke, aber Laufrin klärt zur Ecke. Und ja, damit gibt es logischerweise Ecke für Tschechien. Mal gucken, ob sie die verwerten können. Ecke von Krejci. Der Ball kommt rein, aber Jedwai klärt den Ball und damit gibt es jetzt Einwurf für Tschechien. So, jetzt hier wieder Ballbesitz für Tschechien über Pudil auf Krejci. Selassie auf Maracek. Aber Kroatien holt sich den Ball. Aber Tschechien ist wieder da, hat nicht aufgegeben und holt sich den Ball wieder über Suchi. Der auf Podil. Bisher läuft hier sehr viel im Mittelfeld rum. Eher ein langweiliges Spiel. Aber auch solche Spiele gibt es leider. Bei der immer wieder eine Chance für Tschechien. Kaum sagt man das, dass es langweilig ist. Trauen sich immer. Und es endet mit einer Wahnsinnsparade hier vom kroatischen Torhüter Subasic. Sonst wäre hier das erste Tor gefallen. So, Krejci. Und Subasic haut den Ball erstmal raus. Oh, Mandzukic hat den Ball und ja. Passt ja auf Rakitic, der auf Jedwai, der auf Granja, Rakitic, Granja, Jedwai, aber Maracek ist dazwischen und so kommen die Tschechen jetzt hier bei Gretschi. Selassie, der Bremer. Gretschi auf Podil. Gretschi. Zvok. Selassie. Skalak. Was machen jetzt die Tschechen hier über Marek? Kommt da die nächste Chance? Nein. Die Flanke missglückt und landet nur bei Subasic, der den Ball ganz sicher aufnimmt. Der keine Probleme hat. Und jetzt hier die Tschechen wieder im Ballbesitz nahe der Mittellinie über Podil. Der auf Suchi, der auf Selassie. Maracek. Kolar auf Mitra. Aber da kommt da viel Platz zu Koluka. Der erfahrene Innenverteidiger von den Tottenham Hotspurs. Und jetzt ist Jedwai im Ball, der den Ball leicht verspringt, aber da kommt den Ball darüber in Kontrolle bekommt. Was haben die hier noch vor in den letzten Minuten und beziehungsweise Sekunden, je nachdem, was lange der Schiedsrichter noch laufen lässt? Da ist Halbzeit 0 zu 0. Ein bisschen mehr Wille von beiden Seiten wünschen wir uns, damit auch mehr, ein bisschen mehr Risikogang ist und dadurch mehr Chancen entstehen. So steht zur Halbzeit 0 zu 0. Beide Teams hatten 1, 2 Chancen, die sie aber nicht richtig verwerten konnten. Die beste hatte Tschechien mit dem Weitschuss. Und jetzt gebe ich ab zur Halbzeitpause. Bis gleich. Und jetzt geht's hier weiter mit Anstoß für Kroatien. Den blauen Trikot von links nach rechts über Granča. Mal gucken, was uns hier in der zweiten Halbzeit erwartet. Ob noch das Tor fällt oder weiter die Teams eher passiv spielen.
und auf erstmal auf sicheren Ballbesitz angehen. Sochi, Selassie, Skalak. Skalak. Flanke zu Pudil. Gretschi. Darida. Selassie. Und Gratscha klärt ins Aus. Damit gibt es Einwurf für Tschechien. Mal gucken, was sie hier raus machen können. Skalak. Selassie. Maricek. Skalak. Da kommt die Flanke und die Chance für Koller. Aber der Ball geht ganz klar drüber. Den hat er nicht richtig getroffen. Und so verzieht er ihn sich nach oben. Das war auch wieder eine der Riesenchancen. Bisher Kroatien die klare Enttäuschung der EM gegen Türkei letzten Spieltag. Schon ein ganz schwaches Spiel. Heute sieht man auch, wenn dann eigentlich nur Tschechien. Was ist da mit Kroatien los? So wird das nichts mit dem Weiterkommen. Und jetzt wechseln hier die Kroaten. Nummer 15 kommt ins Spiel. Mal sehen, ob das was bringt. Denn da muss sich doch ganz viel ändern, wenn die hier zumindest noch eine minimale Chance haben wollen, um im Turnier zu bleiben. Koluka auf Rakitic. Lovren. Jedwai. Rakitic. Lovren. Rakitic. Modric. So kommt man auch nicht nach vorne, wenn man dauernd Seitenwechsel macht. Kroaten müssen mehr Risiko gehen, wenn sie hier was Punkte mitnehmen wollen. Denn eigentlich muss Tschechien dann hier gleich noch es nutzen und ein Tor machen. Denn wenn hier jemand Chancen hat, sind das eher die Tschechen. Jetzt hier mal die Kroaten über Grejusa. Aber auch da ist wieder ein Tscheche dazwischen, so dass der Angriff nicht gefährlich werden kann. Maricek. Krejci. Perisic. Rakitic. Kalinic. Und da ist der Schuss und Watschlik rettet. Die erste richtig gute Chance für die Kroaten hier. Aber da ist der Torhüter der Tschechen und hält den Ball. Jetzt wechseln ja auch die Tschechen das erste Mal aus. Die Nummer 9 kommt ins Spiel. Und da wechseln jetzt auch nochmal die Kroaten aus Badelj, die kommt ins Spiel. Modric geht raus. Das heißt, Barcelona-Spieler geht raus, ein Hamburger Jung kommt rein. Mal gucken, ob er was ändern kann. Und dann gibt es jetzt die Ecke für Kroatien. Übers Rinner. Der Ball kommt rein und den hat Watschlik ganz sicher. Und so die Tschechen wieder im Ballbesitz. Über Krejci können sie jetzt hier den Konter leiten über Koller. Der eben ja schon eine sehr gute Chance hatte. Krejci. Aber den holt sich Perisic ganz sicher. Da kein Problem mit. Und jetzt hier die Kroaten im Ballbesitz über Mandzukic. Modric. Kommt die Flanke. Aber der kommt nicht an und so sind die Tschechen wieder im Ballbesitz über Sivok. Doppelschlag. Sochi. Selassie. Sochi. Selassie. Darida, Selassie.
Sochi, Selassie. Dann kommt er seit Wechsel zu Podil. An den holt sie Modric und so ist die Kroaten jetzt im Ballbesitz. Oh, aber sie verlieren den Ball ganz unnötig. Und so kann Tschechien jetzt hier den Konter verwerten. Da kommt die Flanke, aber Koluka ist dazwischen und klärt. Glück für Kroatien, das war echt sehr richtig unnötig von Perisic, aber zum Glück hat ja sein Kollege Koluka gerettet, aber Tschechien hier wieder in auf gefährlicher Position im Ballbesitz über Vitra, der auf Gretschi. Vitra. Doktal, aber Jedwaj hat den Ball. Und so ist Kroatien wieder im Ballbesitz. Über Badelji. Srna. Perisic, Srna, Modric, Srna, Modric, Kalinic, Srna, Kalinic, aber Vacek holt sich den Ball. Das ist einfach zu passiv von den Kroaten, was die hier im Mittelfeld machen. Einfach nur rumpassen. Die müssen gucken, dass sie nach vorne kommen, wenn sie hier 3 Punkte holen wollen. Aber momentan sieht es eher danach aus, als wollten sie hier das Unentschieden halten und zumindest schon mal einen Punkt haben, was aber noch gar nicht weiterhilft. Orsic. Auf Jedwaj. Orsic. Da kommt die Flanke. Und Abersuchi klärt zur Ecke. Oder nein, Darida krätscht noch raus. Und holt dann auch den Ball und den Tschechen jetzt den Ballbesitz für die letzten 5 Minuten des Spiels. Wird hier noch was passieren? Oder war es das? Darida, Vitra, Darida, Vacek, Gretschi. Da kommt die Flanke, aber den hat Subasic sicher und so laufen jetzt hier die letzten 2 Minuten des Spiels. Wird hier noch was passieren oder wird es ein torloses Unentschieden hier? Podil, Vacek, Selassie. Darida, Koller, Vacek, Vitra, Darida, Selassie, Darida. Selassie, Darida, Koller, der auf Pudil, der bringt die Flanke, aber Kroaten klären den Ball. Und so ist hier der Abpfiff 0-0. Ein Punkt für beide, es hilft beiden nicht wirklich weiter, aber es schadet auch keinen. Jetzt müssen beide am dritten Spieltag Leistung bringen, um hier noch eine Chance zum Weiterkommen zu haben. Das war's von mir. Tschüss.